Hallo Freunde, heute gibt es ein kleines Zwischenupdate. Der erste Arbeitseinsatz im neuen Jahr und gleich wird richtig rangeklotzt. Vieles muss geschraubt, geschweißt oder ausgebohrt werden. Wie ihr ja wisst, war zum Glück nur eine Feder unter dem Wiegebalken gebrochen. Das spart uns wirklich sehr viel Zeit. Aber nun muss exakt so eine Feder wieder beschafft werden. Das stellt sich schwieriger heraus als gedacht. Aber zum Glück hat Marvin noch eine gefunden. Die Kleinteile der Drehgestelle sind bereits vom Sandstrahlen zurück und müssen nun zunächst mit Rostschutz behandelt werden. Also wird von allen fleißig gepinselt. Martin hat sich eine Ecke gesucht und koloriert. Genau, und Streichfedern. Und auch unsere neue Feder erhält jetzt ein freundliches Schwarz. Das große Highlight für uns an diesem Tag war aber der Besuch von Kerstin Ewald, Reporterin der MOZ. Für sie gab es auch noch eine kleine Überraschung. Sie durfte das Zugfahrzeug von unserem Beiwagen besuchen. Man sieht die Ewigkeit. So ewig wird er der Beiwagen sein. Besonders beeindruckend fand sie die beachtliche Geräuschkulisse vom Wagen 73. Also dann, bleibt gespannt.